Dieser A3 Sportback ist der Wagen für den Aussteiger. Die noble Art, Golf zu fahren. Irgendwie noch vernünftig, aber doch schon mit einem Hauch Oberklasse. Wir schauen mal, was es auf sich hat mit dem Luxus im Kompaktformat. Edel aussehen tut er schon. Der Grill vorn ist auf der Höhe der Zeit. Die LED-Scheinwerfer zeigen, hoppla, hier kommt Premium. Und darauf kommt es beim Audi an. Ein Ladekombi würde ungefähr bis hierher gehen. Der Audi rasiert die Ecken ab. Das sieht gut aus, kostet aber jede Menge Platz. Unter der Haube arbeitet der 1,4 Liter Benziner mit 122 PS. Das ist sicher okay, 200 Kilometer Spitze, aber von Premium-Sportlichkeit ist nichts zu spüren. Für Vielfahrer bleibt der 150 PS Diesel das Modell der Wahl. Audi gibt für den Stadtverkehr 6,6 Liter Verbrauch an. Im extrem Kurzstreckenverkehr, im Stop-and-Go-Verkehr kann es auch ein Liter mehr sein. Kommt man in der City aber gut durch, kann es auch ein halber Liter weniger sein. Die Angaben stimmen also einigermaßen. Das finde ich gut. Nirgends spürt man den Hauch der Oberklasse besser als im Innenraum. Da ist der Audi ganz weit vorn mit dabei. Alles klickt und rastet ein. Eine wahre Freude. Die große Navi ist natürlich ein Traum, die darf nicht fehlen, kostet aber auch 2500 Euro. Die Sportsitze sind zum Wohlfühlen, ein Wagen zum Genießen, das kann Audi perfekt. Trotz der sportlichen Bauweise fühlt man sich nirgendwo eingeengt, auch lange Fahrten sind kein Problem. Ein echter Kombi ist der Sportback nicht, aber er ist deutlich größer als der A3 mit drei Türen. Selbst hinten sitzt man sehr gut, aber auch im normalen Golf ist schon mehr Platz. Mit 4,31 Meter ist der Sportback 7 cm länger als der normale Dreitürer. Das führt zu 380 Liter Kofferraum und die lassen sich auf 1220 Liter erweitern. Das passt für zwei Personen mit Gepäck, aber für eine Familie ist das nichts. Wer sich ein Sportback zulegt und kein reines Sparmodell will, sollte mit mindestens 30.000 Euro rechnen. Dafür gibt es einen Benziner mit 122 PS. Der Preis ist ganz schön heftig. Dieses Modell kostet 37.000 Euro. Dann gibt es noch Alcantara-Sitze, die schöne große Navigation, die Xenon und ein paar Spielereien. Vielfahrer müssten für den Diesel mehr kalkulieren. Geschaltet wird hier noch mit der Hand, DSG, Camera Extra. Und es sind auch längst nicht alle Spielereien an Bord. Keyless Entry zum Beispiel nicht. Die Preisgestaltung vom Audi hat mir nicht gefallen. Beim Sportback kostet alles extra. Das läppert sich gewaltig und am Ende fehlt immer noch etwas. Wenn man beim Kia Ceed zur obersten Ausstattungslinie greift, dazu die Extrapakete ordert, dann ist der Wagen wirklich komplett und immer noch 10.000 Euro billiger als der Audi. Der A3 bietet Luxus im Kleinformat, wie versprochen. Das schmeichelt das Ego, geht aber mächtig ins Geld. Wer rechnen muss, sollte sich beim Händler nach Modellen mit Extrapaketen umsehen. Dann passt es auch halbwegs mit den Kosten.